Der DAX, der alte Haudegen, kennt kein Halten mehr. Wir hatten drüber gesprochen, am Chart hatte ich gezeigt, na, die Abwärtsbewegung, die sieht ja doch relativ korrektiv aus. Eigentlich bin ich ja eher auf der Suche nach unten, aber wenn der Markt das nach unten nicht wahrnimmt, sondern diese Durchschnittslinie, wollte ich gerade sagen, keine Durchschnitts, diese letzte Zwischenhochlinie, wenn er die nach oben durchstößt, dann wäre das für mich ein Hinweis darauf, machen wir mal die Parabolics erst nochmal raus, dass der Kurs tatsächlich dieses hier als eine Korrektur entsprechend wahrnimmt, anschließend sich weiter nach oben durchsetzt und tatsächlich, wir sehen das hier, na, machen wir das mal so, bis jetzt hat der Markt ja tatsächlich hier diese Bewegung auf dem Plan gehabt. Ja, es ist, wie es ist. Einige haben das gar nicht gesehen und waren jetzt völlig überrascht, dass der Markt hier nach oben gegangen ist. Ist denn das jetzt die Möglichkeit? Jetzt habe ich das wieder verpasst. Ja, aber das Schöne ist, dieses Verhaltensmuster, das kommt ja immer wieder. Das ist jetzt nichts ganz Seltenes, nichts Außergewöhnliches, sondern wir haben viele, viele Möglichkeiten, das ja wieder zu sehen. Wir hatten sowas Ähnliches hier vorne, dann gab es eine Korrektur und dann ging es dann nochmal weiter. Und das ist genau der Trick. Jetzt, wenn wir dieses hier nicht handeln konnten, nicht handeln wollten, nicht handeln durften, warum auch immer, vielleicht war uns auch der Stop zu weit für den einen oder anderen Kontrakt, je nachdem, in welchem Markt man da gerne unterwegs ist. Aber das können wir nutzen auf der nächsten Ebene, indem wir uns diesen Anstieg angucken. Der ist im Prinzip genauso wie dieser. Das heißt, wir erwarten jetzt was Korrektives, vielleicht sogar hier jetzt im zum Beispiel 15-Minuten-Chart. Denn das per se ist ja schon eine schicke Geschichte, wenn der Kurs jetzt hier seinerseits irgendetwas solches hinzaubert, ABC idealerweise. Also wir sehen das, wenn die eine Seite stark ist, die andere Seite halt irgendwie wackelt, dann hat man die Möglichkeit, dann in die nicht wackelige Richtung sich dann eben weiter wieder zu orientieren. Das wäre in diesem Fall diese Aufwärtsrichtung. Und damit hätten wir ja nicht nur dieses Bild, sondern für die Erwartungshaltung nach oben ja sogar noch viel mehr Potenzial, denn wir rechnen ja in diesem Fall ebenfalls zumindest mal so ungefähr 13.500, wäre jetzt nicht wirklich atypisch. Vorsichtig übrigens, das ist noch nicht notwendigerweise und zwangsweise der Beweis dafür, dass es nur noch nach oben geht, denn ich habe hier, ich habe es ja in dem Wochenendvideo noch mal ein bisschen genauer, viele haben sich das wahrscheinlich angeguckt, aber genauer beschrieben. Auch dieses Szenario wäre noch denkbar, was dann später eben für abwärts führt. Aber was sollen wir uns jetzt da schon einen Kopf drum machen? Im Moment ist der Markt bullisch. Das heißt, wie gesagt, dieses Szenario in dieser 4-Stunden-Ebene beispielsweise oder aber noch Fantasie, weil dieses fehlt ja noch, das ist ja noch nicht da, aber sobald das eben kommt, dann können wir sagen, da ist doch was im Busche, dann können wir da doch nochmal die Longseite fahren, denn Platz wäre ja noch 500 Punkte nach dieser Überlegung. Ich weiß natürlich nicht, ob es jetzt in diesem Moment schon nach unten geht oder ob es noch ein bisschen länger dauert, aber das als kleine Anregung, ich finde sowas immer wahnsinnig schön, wenn ich sowas im Chart sehe. Was ich im Chart sehe im Moment beim Dow Jones ist grundsätzlich erstmal das Gleiche, auch hier die Aufwärtsrichtung, darüber haben wir gesprochen. Heute im Trade des Tages habe ich aber hier so ein blaues Stümmelchen hier ausgemacht und das nehmen wir eigentlich ganz gerne wahr in gewissen Situationen und diese Situation, die ist jetzt hier vorliegend für einen Trade. Also wir handeln nicht alle dieser blauen, da gibt es nur ein paar Kriterien, wo wir dann sagen, in dem Fall ist es nicht ganz so sinnvoll, aber in diesem Fall ist es durchaus attraktiv und deshalb haben wir den als heutigen Trade des Tages mal im Angebot. Wer ihn sich angucken will, wer ihn mal ein bisschen unter die Lupe nehmen möchte, vielleicht auch mitverfolgen möchte, na, taugt das überhaupt was, der ist da herzlich eingeladen, da mal drauf zu gucken. Da sind dann unsere ganz konkreten Ein- und Ausstiegsmarken. So, schauen wir noch mal ganz kurz, was die anderen beiden Indizes machen. Also S&P 500 natürlich ebenfalls nach oben, der Nasdaq ebenso. Es gibt eigentlich noch nicht wirklich ein Anzeichen für eine Wende. Also insofern, solange der Markt eben aufwärts sehr stark ist und wenn er dann abwärts Schwäche zeigt, aber schwach, 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 vorsichtig, was nicht schwach ist, also das ist natürlich ganz schwach, aber das ist keine schwache Bewegung, sondern eine sehr starke in die falsche Richtung. Das wäre dann schon wieder symbolisch für irgendwas, aber wenn wir eine sehr schwache, eine jämmerliche, kann man schon fast sagen, Bewegung haben, dann haben wir eine Idee, in welche die eigentliche Trendrichtung sich wahrscheinlich sogar dann nochmal fortsetzen dürfte. Ob das dieses Ausmaß wird oder ob es dieses Ausmaß wird, das weiß ich jetzt auch nicht. Das Tolle ist, die beiden sind nicht wirklich gut zu verwechseln und führen nicht zu einer Fehlentscheidung. Häufig wird ja gesagt, ja, aber das weiß man ja immer erst im Nachhinein. Ja, genau. Aber ich kann sie nicht verwechseln. Sie führen nicht zu einem Fehlurteil beim Trade.
sondern in beiden Fällen hätten wir eine Idee, wo man ungefähr dann einsteigt. Kommt sowas, wäre das ein Wiedereinstieg auf der Long-Seite beispielsweise, ich gehe ja immer mehrere durch, kriegen wir sowas, dann wäre das letzte Zwischenhoch, witzigerweise jetzt sogar die gleiche Höhe, wäre das hier der Einstieg für einen möglichen Long-Trade mit einem entsprechend tollen Chance-Risiko-Verhältnis. Also ihr seht schon, was der Markt macht, das wissen wir alle nicht. Wir wissen aber, wenn der Markt dieses macht, dann machen wir das. So einfach könnte es sein, ob es dann immer so einfach ist. Lassen wir das mal so stehen. Bitte, bitte aber niemals davon ausgehen, oh Gott, das muss ja dann immer positiv sein. Nein, überhaupt nicht. Das ist auch gar nicht die Aufgabe, sondern die Aufgabe hier ist es, dass wir erkennen können, wo sind die Chancen besser? Und dann liegen wir ein paar Mal daneben. Das gehört mit dazu, auch mit unseren Vorschlägen, die wir hier immer wieder machen und mit unserem Trading, was wir tun, dass es da negative Trades gibt. Das ist doch klar. Bitte plant das mit ein, mit eurer Risikobetrachtung. Aber in der Summe und in der Vielzahl sollte das eigentlich eine Menge, Menge Freude bereiten. Und nicht nur beim Broker, sondern auch auf dem eigenen Handelskonto. So, also in diesem Sinne wünsche ich euch jetzt erstmal einen erfolgreichen Handelstag. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.